FIFA Sweaters back anstatt mit einem weiteren Video auf meinem Kanal. Damit herzlich willkommen zum wahrscheinlich letzten Random 84 Plus Inform Video, meine lieben Freunde. Die letzten Videos dazu habt ihr auf alle Fälle mega gefeiert. Ein paar in der Infokarte sollten auf alle Fälle oben vorhanden sein. Und beim letzten Mal haben wir einen 89 Plus Walkout gezogen beim Battle gegen den guten alten Dragback. Und heute machen wir einen Squad Builder und den Spieler heute, den werden wir jetzt ziehen. Aber ich habe so das Gefühl, dass es kein Walkout wird. Und es wird auch kein Walkout. Mit Ansage sind wir mal gespannt, wer es wird. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ja, Jungs, wir ziehen an der Stelle. Dante in Form ist auf alle Fälle richtig beschissen. Was soll ich mit einem Innenverteidiger mit 60 Pace, die Defense und Physical Stats gehen dafür aber auf alle Fälle klar, Jungs. Und wenn ihr dazu eine günstige Lösung auch sehen wollt, auf alle Fälle unten oben in der Infokarte oder auch unten in der Videobeschreibung schauen, wie man am günstigsten die Top-Partien abschließt. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns beim Squad-Builder. Absoluter Crapsch. Und das ist ja auch schon unser Random Squad Builder, meine lieben Freunde. Ich habe hier auf alle Fälle versucht, die ein oder andere Special Card mit einzubauen und ich habe es geschafft, noch 5 weitere Special Cards in dieses Team zu bekommen. Im Kasten sind wir mit Alban Lafar, mit einem sehr jungen und großen Torhüter, eigentlich ziemlich gut ausgestattet. Auf der Rechtsverteidigerposition haben wir mit Ricardo Pereira eine ziemlich günstige Lösung, die aber auch ein bisschen Pace bzw. ziemlich viel Pace mitbringt und auch dementsprechend andere gute Werte besitzt. Auf der Innenverteidigerposition neben Pereira steht natürlich Dante, neben Dante steht dann wiederum einer der besten Leihspieler im Spiel, nämlich Thiago Silva. Er war der beste Leihspieler, den ich dieses Jahr gezogen habe, und er auf alle Fälle auch mit richtig nice Stats ist daneben Dante richtig gut aufgehoben. Linksverteidiger haben wir mit Runka, ein etwas weniger nice Spieler, Nonwehr, aber ich finde mit 83 Tempo, 70 Defending und 71 Physis kann man ihn sich auf jeden Fall anschauen. Und im ZDM haben wir mit Timoe Bakayoko einen Team of the Season mit auf alle Fälle richtig nice Werten, auf alle Fälle, ja, richtig geiler Spieler. Im zentralen offensiven Mittelfeld bzw. in der zentralen Position haben wir Budebus als Scream-Version und der auf alle Fälle auch mit ganz guten Werten, leider wurde die ja nach der Scream-Zeit downgraded, aber mit Forster Skills und Forster Weakfoot lässt sich einiges anfangen. Linkes ZM haben wir Saul in Form, rechter Flügel haben wir Tovar, um den wir auch schon mal einen Squad-Builder gemacht haben, solltet ihr jetzt oben in der Infokarte sehen, ebenfalls auch mit ziemlich nice Werten. Und im Sturm haben wir mit Giovanni Sio einen angeblich laut Footbin overpowerten Stürmer, den werde ich dieses Jahr mal testen. Und auf dem linken Flügel haben wir mit Yannick Ferreira Carrasco ebenfalls einen ziemlich nice Spieler, und das hier ist unser komplettes Team und das auf alle Fälle, muss ich sagen, ziemlich nice aufgestellt. Ich bin mal gespannt, wie sich das Team so schlagen wird. Auf der Bank haben wir noch Spieler, die da halbwegs reinpassen könnten aus der BBVA bzw. auch aus der Liga, den ein oder anderen Leihspieler. Mal schauen, aber ich glaube nicht, dass die zum Einsatz kommen werden, und wenn doch, zeige ich euch es dann. Und jetzt würde ich sagen, wir sind gespannt, wie wir mit diesem Team abschneiden werden, und wir sehen uns im Spiel. Und das ist ja auch schon unser Gegner, und der spielt auf alle Fälle mit einer richtig nice Mannschaft hier, mit El Shaarawy in Form, Parolo in Form, Thiago Man of the Match im Sturm auch noch, Thomas Müller zusammen mit Ousmane Dembélé, einer richtig starken Verteidigung auf alle Fälle. Das kann richtig schwierig werden und ich bin mal gespannt, wie wir so abschneiden werden, und wir sehen uns beim ersten Highlight, weil ich kann den Gegner natürlich noch nicht einschätzen, aber das Team ist auf alle Fälle mega stark. Dante bereinigt die Situation, der Gegner schießt und Lafon hält. Was ein Pass auf Saul! Und der schießt dann einfach nicht. Der legt sie alle hin. Runkas und Lafon. Richtig stark. Der kommt eng. Ja. Wieso? Das ganze Spiel hält der Kollege gut und dann macht er sowas. Typisch. Budebus, Budebus, schieß drauf! Und das gibt's doch nicht. Dann kommt leider nur so ein unplatzierter Schuss dabei raus. Komm. Yannick Ferreira Carrasco, komm. Das war kein Abseits. Bakayoko mit dem 1:1. Kurz vor dem Halbzeitpfiff. Oh mein Gott, das war nochmal richtig wichtig, Jungs. Wir haben jetzt hier vor der Halbzeit nochmal ordentlich Druck gemacht. Dann belohnen wir uns hier in Form von Team of the Season Bakayoko selbst.
Ja, Jungs, da geht's auch in die Halbzeitpause. Ihr könnt ja sehen, der Gegner hatte viel mehr drauf geschossen, aber ich muss sagen, wir haben auch eigentlich unsere Druckphasen gehabt, wie man am Ballbesitz sehen konnte. Kam leider erst am Ende der Halbzeit zu ein paar Schüssen, aber davon ging glücklicherweise einer rein. Damit steht es 1:1 und damit gehen wir hier weiter rein ins Match. Macht hier die Gegner nass. Sweat, Bakayoko, er verkackt es oder wer auch immer das war. Oh mein Gott. Das ist ein Foul-Schiri und das juckt ihn noch gar nicht. Ja, endlich. Meine Güte. Wird ja mal Zeit. Mann. Ihr wollt's doch, dass es in der 90. fällt, EA. Geht es auch in die Verlängerung in einem hart umkämpften Spiel, meine lieben Freunde. Der Gegner hat uns die zweite Halbzeit schon ein bisschen dominiert. Wir hatten eine riesige Chance, die wir leider nicht machen konnten. Und jetzt bin ich gespannt, wie es hier weiterlaufen wird. Carrasco, komm. Carrasco, komm. Übersweppen. Na, macht's nicht. Jetzt. Komm bitte. Bakayoko. Bakayoko, Doppelpack. Oh mein Gott. Hart erschwitzt dieses Tor hier, wunderbar mit Carrasco durchgesetzt und dann die Übersicht für Bakayoko, der mit 60 Schuss trotzdem so ein Ding eiskalt reinmacht. Sehr gut, sehr, sehr gut. Da steht ein Yannick Ferreira, Carrasco und er zieht drauf. Schade. Und da ist dieses Spiel auch vorbei, mein Lieber, in eine hart umkämpfte Partie endet hier. Mit 2:1 für uns, wir hatten einfach am Ende in der Verlängerung die konstantere Leistung gezeigt, haben die Nerven behalten, natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass der Gegner eine rote Karte bekommen hat, meine lieben Freunde. Und man muss auf jeden Fall sagen, Dante ist ein richtig guter Innenverteidiger, hat mir sehr gut gefallen zusammen mit Thiago Silva. Die beiden haben so gut wie jeden Zweikampf gewonnen und auch sehr gute Grätschen rausgehauen dort hinten. Und ja, des Weiteren kann man mit dem Rest des Teams auch ziemlich zufrieden sein. Allerdings muss ich dazu sagen, Giovanni Sio hat mir vorne im Sturm trotz seiner halbwegs guten Bewertung eigentlich nicht so gut gefallen. Aber sonst würde ich auf jeden Fall sagen, dieses Team kann man auf jeden Fall mal spielen. Auch mit Carrasco und Torwart dort vorne zwei ziemlich gute Flügelspieler. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Checkt doch gerne meine weiteren random 84 plus Videos aus oben. Irgendwo in der Playlist müsste was verlinkt sein oder auch gerne das letzte Video von mir. Ich würde sagen, das war's von mir, eurem FIFA-Sweater. Bleibt stabil, haut rein und ciao.